Die Geschichte ist phänomenal bis spektakulär. Wir können also sehr wahrscheinlich sagen, dass Heinrich Himmler hier mit diesem Fahrzeug gefahren ist. Dieses Auto ist für mich wirklich sehr faszinierend. Freunde der Sonne, herzlich willkommen aus dem hohen Norden. Nicht mehr ganz so sonnig, aber gut, wir laufen jetzt langsam auf den Herbst hin. Heute haben wir ein Auto, was wir euch einfach nicht vorenthalten wollen, weil die Geschichte so krass ist und wir auch noch gar nicht alles wissen. Aber wir dachten uns, wir nehmen euch einfach mit und vielleicht könnt ihr uns auch dabei helfen, die Geschichte von diesem Auto zu entdecken. Wir haben hier einen Tatra 87. Ich vermute, viele junge Kids von euch werden dieses Auto gar nicht kennen. Das ist auch gar nicht schlimm. Deswegen haben wir hier diese Aufgabe, euch das näher zu bringen, damit ihr auch geschichtlich so ein bisschen in der Vorkriegszeit euch so ein bisschen mehr informiert, was ist passiert, wer war der Wegweiser, was für Pioniere waren unterwegs. Und das ist hier definitiv ein sehr besonderes und ein mittlerweile auch sehr, sehr seltenes Fahrzeug, was wir in Texas gefunden haben und für einen Kunden hierher importiert haben. Ich kann euch sagen, das war gar nicht so ein einfaches Unterfangen. Es gab mehrere Menschen, die wirklich ernsthaftes Interesse hatten, dieses Auto zu kaufen. Aber der Verkäufer war nicht gewillt, das an irgendjemand zu verkaufen. Es musste jemand vor Ort sein. Ich weiß von mehreren Leuten, die ihn versucht haben, von Europa aus anzurufen, die ihn nicht erreichen konnten. Aber weil wir ihn so gut aufgestellt sind, so eine gute Struktur haben, konnten wir innerhalb von 5 Tagen den kompletten Deal abschließen und unseren Scout direkt hinschicken. Also das ist wieder der Vorteil, den wir haben, auch zu Corona-Zeiten. Dass wir so gut und so weit gestreut sind, dass wir überall wirklich Autos in Empfang nehmen können. Dieses Auto gehörte seit den 60er Jahren einer Familie. Es gibt davon Bilder, wie die Kids damals noch vor dem Auto gespielt haben. Und es stand einfach jahrelang in der Scheune. Wir sind dann also nach Texas gekommen, haben auf diesen Schrottplatz uns umgeschaut und da gab es lauter Cadillacs, alles Restaurationsobjekte. Der Typ war schon ein bisschen älter und dann ist man durch den Schrottplatz gelaufen und ist in die Scheune gelaufen und hat sich dieses Auto dann, ja, das hat einen dann schon sozusagen angestarrt. Sehr markant mit diesen 3 Scheinwerfern hier vorne. Auch gerade deswegen wirklich ein Unikat. Also super, das fällt ja sofort ins Auge und man weiß einfach sofort, dass es ein Tatra war. Jetzt kommen wir zu der Geschichte und die Geschichte ist phänomenal bis spektakulär, ihr könnt es euch aussuchen. Von dem Besitzer, von dem wir das Auto gekauft haben, dessen Vater hat das Auto in den 60er Jahren von einem amerikanischen Soldat abgekauft, der das Auto aus Deutschland mitgebracht hat. Bis dahin erstmal nicht ungewöhnlich, es ist ja oft passiert, dass die Russen oder die Amerikaner Teile aus Deutschland mitgebracht haben, sei es irgendwelche Autos, sei es irgendwelche Gemälde, da gibt es ja wirklich auch spektakuläre Verfilmungen drüber. Und auch dieses Exemplar hat den Weg in die USA gefunden. Jetzt kommt aber der spannende Teil. Als wir das Auto vom Eigentümer gekauft haben, hat er uns erklärt, dass dieses Auto ursprünglich Erwin Rommel gehört hat, dem Feldmarschall. Jetzt haben wir natürlich ein paar Nachforschungen betrieben und haben herausgefunden, dass im Februar 1941 er in Tripolis war. Also kann die Geschichte nicht ganz stimmen. Jetzt haben wir natürlich mit ein paar Fachleuten uns zusammengesetzt, auch Leute von Tatra, die einsehen können, wohin die Sachen ausgeliefert worden sind. Und jetzt haltet euch fest, dieser Tatra wurde 1941 am 7. Mai ans SS-Führerhauptamt ausgeliefert, also zu Heinrich Himmler. Und die Auslieferung ist bestätigt, da sind wir uns zu 100% sicher. Wir können also sehr wahrscheinlich sagen, dass Heinrich Himmler hier mit diesem Fahrzeug gefahren ist. Das ist natürlich schon eine sehr interessante Geschichte. Was ich dazu natürlich auch nochmal erwähnen will, ist, wir führen keinen Kult und auch keine Sympathie über die Ideologie, die zu der Zeit stattgefunden hat. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Dennoch ist es einfach geschichtlich gesehen eine sehr interessante Zeit, auch wenn es eine dunkle Zeit ist. Aber sie gehört ja auch zur Geschichte und wir haben ja immer die Intention, die Geschichte aufzudecken. Was steckt dahinter? Wo kommen die Autos her? Und auch hier ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Stück Geschichte, was wir entdeckt haben. Wenn ihr also irgendjemanden kennt, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche Unterlagen habt, wo ihr sagen könnt, hey Patrick, ich kann euch da weiterhelfen in der Geschichte,
Wir versuchen die ganze Zeit herauszufinden, welcher General der Amerikaner hätte vielleicht dieses Auto mit rübernehmen können. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Informationen. Noch ein wichtiges Indiz dafür, dass dieses Auto für die SS irgendeine wichtige Rolle gespielt haben muss, sieht man hier dran. Und zwar hat man nämlich hier immer die Fähnchen dran gemacht. Und da hatte ich dann schon mit ein paar Leuten gesprochen und die haben auch alle gesagt, das stimmt mit der Geschichte überein. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Indiz. Zu dieser Zeit gab es nichts, absolut nichts, was in seiner technischen Entwicklung, in seiner Innovation so fortschrittlich war wie dieses Auto. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das Auto hat einen CW-Wert von 0,36. Das ist zu seiner Zeit fantastisch. Unter 1400 Kilo Leergewicht, 75 PS, 12 Liter Verbrauch. Das war zu der Zeit spektakulär. Und eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h. Das Auto war im Grunde genommen genau das Richtige für die deutsche Autobahn. Und das hat auch Hitler so gefallen. Er war wirklich sehr fasziniert. Er war sehr angetan von diesem Auto. Es gibt Bilder, wie er im Tatrawerk ist, sich den Motor anschaut. Also ich kann euch sagen, zu seiner Zeit war dieses Auto outstanding. Es gab wirklich nichts, was ansatzweise daran gekommen ist. Es gibt eine Saga, die besagt, dass Hitler ab einem gewissen Zeitraum seinen Generälen verboten hat, Tatra zu fahren. Warum? Weil die Herrschaften natürlich, wenn die abends mit den Fräuleins unterwegs waren und vielleicht auch 2, 3, 4 Bierchen getrunken haben, nicht mehr das Fahrzeug richtig kontrollieren konnten. Und da sollen einige Generäle mit dem Auto auch umgekommen sein. Und dann gab es die Anweisung von Hitler, dieses Auto darf nicht mehr gefahren werden. Konstrukteur dieses Autos war damals Hans Ledwinker. Er wurde damals bei den Nesselsdorfer Wagenbaugesellschaft angestellt. Das ist, wenn man das in der Geschichte sich anschaut, einer der ältesten Fahrzeugfirmen oder Fahrzeugbaufirmen der Welt. Die wurden 1850 gegründet. Später hat man in den 30er Jahren die Firma umgenannt in das Gebirge Tatra. Und so entstand auch die Marke Tatra. Der Herr Ledwinker hat sich innovativ und technisch gezeigt und hat schon in den 30er Jahren ein Fahrzeug mit einer Pendelachse und einem luftgekühlten Boxermotor entwickelt. Das heißt, wenn wir jetzt weiterspinnen, der Käfer, der Porsche, KDF, all diese Fahrzeuge basieren auf diesem Fahrzeug. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In den 60er Jahren musste VW an Tatra eine Strafe zahlen, die vom Gericht auferlegt worden ist, aufgrund von Patentschutz. Weil nachgewiesen worden ist, dass nämlich die Ideen von Tatra gestohlen worden sind. Und das ist genau der Punkt, warum wir euch das erklären. Stellt euch vor, dass viele Kids werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Die kennen natürlich den Käfer, die kennen den Porsche. Aber woher kommt das Ganze? Auch die Pendelachse, auch das kam von Tatra. Also das ist schon sehr spannend, wenn man sich weiter damit beschäftigt. Dann kann ich euch nur sagen, desto tiefer man gräbt, desto noch mehr spannende Sachen findet man heraus. Jetzt stehen wir natürlich vor diesem Prachtexemplar, was auch ein bisschen ja, mitgenommen ist, würde ich sagen. Aber es ist von der Grundbasis her ein grundsolides Auto. Es ist so ein grundsolides Auto, dass der Eigentümer sagt, dass er am Überlegen ist, ob er das Auto wirklich nur konserviert und es so hinstellt, wie es ist. Bei diesem Auto hier fehlt die Rücksitzbank, aber das ist in Ordnung. Was ganz spannend ist, wir sehen, hier ist so eine Klappe. Und da drunter konnte man quasi noch sein Gepäck hineintun. Das heißt, man hatte vorne ein Gepäck und man hat hier hinten noch sein Gepäck verstauen können. Das ist quasi so ein Zwischenraum bis zum Motor gewesen, der auch immer warm war. Also auch gar nicht so verkehrt. Auch ein ganz interessanter Fun Fact. Bis 1939 ist man in der Tschechoslowakei auf der linken Seite gefahren. Erst als die Wehrmacht einmarschiert ist, gab es große Schilder in Prag, wo drauf stand, die Wehrmacht fährt rechts. Interessanter Fakt und seit da an hat sich dann der Rechtsverkehr auch durchgesetzt. Ja, muss man auch mal erstmal wissen. So, wir schauen uns mal den Motor an. Wir haben hier solche Einstellungen, womit man quasi eine Sommer- und eine Wintereinstellung machen kann. Ah, jetzt ist er hier fest. Womit man quasi dann die Zuluft für den Vergaser steuern kann, wie warm oder wie kalt sie ist. Es ist ein V8 luftgekühlt. Mit oben liegenden Nockenwellen. Also das ist schon technisch gesehen eine super spannende Sache. Also ich kann euch sagen, für 1937 ist das wirklich eine Innovation. So. Schauen wir mal hier so rein. Also auch
Türen lassen sich auch noch alle verschließen. Und jetzt schaut euch mal die Bodenbleche hier an. Das ist alles noch da. Der Tunnel ist vollständig vorhanden. Also die sonnige Luft in Texas hat ihm auf jeden Fall sehr gut getan. Und natürlich auch sehr spannend. Selbstmördertüren vorne. Und man sieht hier die Holzverarbeitung in der Tür. Das war beim Tatra 77 noch viel mehr. Da ist auch teilweise der Boden aus Holz. Das wurde dann mit den Jahren immer weniger. So, jetzt schauen wir uns mal hier den Innenraum auch nochmal an und die Instrumente. Und ich meine, Leute, die Autos restaurieren, die kennen das Problem. Und das wird ja noch schwieriger, wenn man ein seltenes Auto hat, wenn die Instrumente fehlen. Und wir sehen hier, dass wir die Tachoanzeige haben, dass wir drüben auch eine Tachoanzeige haben. Oder das ist der Drehzahlmesser, müssen wir mal schauen. Nee, puh, boah, das stinkt aber auch. Puh, ihr könnt mir mal erklären, warum hat das Ding zwei Tachoanzeigen? Da bin ich mal gespannt. Soll der Beifahrer wissen, wie schnell der Fahrer hier rumdüst? Oder was ist der Hintergrund? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich kann euch sagen, die Innenausstattung wird auch die erste sein. Oh, und so riecht die auch, ne? Wie von 1941. Beim Lenkrad bin ich mir nicht sicher, ob das das Originale ist. Beim Schaltknopf glaube ich schon. Also wir sehen auf jeden Fall, alles, was wir hier drin haben, das ist schon wirklich sehr original. Natürlich sind ja auch die Knöpfe abgebrochen. Aber als Grundbasis ist das wirklich phänomenal. Da werden mir sicherlich auch die Tatra-Leute oder die Tatra-Kenner auch zustimmen. Wenn ihr jemanden kennt, der einen Tatra hat, oder vielleicht habt ihr selber einen, dann schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Auto. Wie gefällt euch das Auto? Hättet ihr es stehen gelassen? Hättet ihr Bock, so ein Auto zu restaurieren? Ich bin super gespannt. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr selber einen Tatra habt oder wenn ihr vielleicht einen verkaufen wollt. Da bin ich euer Mann, da können wir bestimmt irgendwie ins Geschäft kommen. Also wenn man sich hier abschließend den Innenraum anschaut, dann sage ich, man kann auf jeden Fall was damit anfangen. Wenn man sich auch überlegt, das ganze Holz, was wir hier drin haben, ne, das ist alles von 1941. Das ist schon wirklich wie so eine kleine Zeitkapsel hier. Und auch spektakulär, schaut euch mal dieses riesige Schiebedach an. Also heute würde das quasi als Panoramaschiebedach durchgehen. Der hatte auch einfach damals den Platz. Der konnte ja wirklich diesen 3/4 Quadratmeter hier einmal nach hinten durchschieben. Ne? Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. So, wir schauen mal hier vorne rein. Was haben wir hier? Aha, Benzintank. Der sieht sogar auch noch echt gut aus. Und, aha, und hier haben wir, hier wäre jetzt so eine Halterung gewesen und dann wäre der hier auch, würde so einrasten und hätte sich so gehalten. Man hat sich damals sehr einfach gemacht. Aber auch hier sieht der echt gut aus. Also auch nicht mal so, dass man sagt, der hätte jetzt irgendwie mal eine große Stauchung gehabt. Ich glaube, es ist wirklich schwierig zu sagen, ob man in der heutigen Zeit noch mal ein Auto finden wird, was so gut konserviert und erhalten ist, ohne dass es komplett weggegammelt ist. Weil natürlich gibt es auch Autos, die man in Russland findet oder in anderen östlichen Ländern. Aber die sind einfach meistens durch, aufgrund der Region, wo sie herkommen, einfach wirklich weggerottet. Ne? Das ist halt das Problem. Ihr seht, ich bin so begeistert von diesem Auto, dass ich quasi hier noch stundenlang erzählen könnte. Und ich glaube, es gibt, desto länger ich mir dieses Auto anschaue, auch Punkte, die mich wieder aufs Neue faszinieren. Zum Beispiel, was glaubt ihr, wie viele Tatras wird es auf dieser Welt geben, die noch den ersten Originallack drauf haben? Also wirklich, dieses Auto ist für mich wirklich sehr faszinierend. Und jetzt käme eigentlich der Punkt, wo ich mich verabschieden würde, euch darum bitten würde, dass ihr mir ein Abo dalässt oder ein Like oder uns bei Instagram folgt. Aber ich habe mir die Mühe gemacht und wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein Auto aussieht, wenn es fährt. Und deswegen begrüßen wir jetzt den Josef, denn der Josef hat einen fahrenden Tatra 87 mitgebracht. Ihr wundert euch, warum das jetzt hier mit einmal so abrupt aufhört? Keine Sorge, nächste Woche geht es weiter. Es gibt einen zweiten Teil, wir haben uns dazu entschlossen, es sind so viele interessante Informationen, wir machen daraus zwei Teile. Deswegen aktiviert die Glocke, abonniert den Channel, damit ihr das nächste Woche auch auf gar keinen Fall verpasst. Dann werden wir nämlich auch auflösen, warum hat dieses Auto einen zweiten Tacho. Ganz spannende Geschichte, wirklich, es lohnt sich dran zu bleiben. Leute, wir sehen uns nächste Woche.